Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich, wie immer, auch Engladrim zu einem neuen Part, zu einem 29. Part. Fast sind schon 30 Parts. Tomodachi Life mit dem Zwergenfürst. Einem neuen Mii auf der Insel, den wir gleich zu Beginn des Parts direkt einführen werden, hier im Rathaus. Und dann schauen wir uns mal hier auf der Insel um. Nämlich, was ich da schon links im Augenwinkel sehe, vielleicht seht ihr es auch, heute wird's richtig romantisch. Also, bleibt dran und seht es nach dem Intro. Los geht's! Ein weiterer YouTube-Let's Player, Livloid. Ja, er ist auch Let's Player. Viele kennen ihn durch seine Nachrichten-Sendung Len News oder so heißt das. Ja, ich gucke halt nur den Len News und kenne mich halt nicht so dolle mit ihm aus. Also, ich bin jetzt nicht ein Fanboy von Livloid. An den Augenringen zu erkennen. Ja. So viel dazu. Wir gucken später bei dem vorbei. Vorher gucken wir mal hier auf die Insel. Schaut euch das schöne Bild hier mal an. Hier, schaut euch das mal an. Hier. Da ein Herzchen, da ein Herzchen, da ein Herzchen. Alle nacheinander machen wir jetzt mal. Durchklicken wir das erste hier unten rechts mal an. Das ist Domtendo. Domtendo hat sich verliebt. Wow, das wird jetzt heute hier Liebe machen mit Livloid. Das sollte der Titel werden. Ich weiß, das klingt etwas anders als gedacht, aber Liebe machen. Okay. Gucken wir mal, mit wem Domtendo Liebe machen will. Joystick! Kannst du haben? Ich gebe sie gerne ab. Momentan ist es noch mit mir. Zusammen aber. Bitte nimm sie. Nur wie soll ich es ihr sagen? Ach, mach irgendwie. Dann nehme ich jetzt allen Mut zusammen und gehe zu ihr. Du sollst meine Büste haben, wenn du dafür nur mit mir gehst. Oh, so eine 2 Kilo schwere Büste. Och, Mann. Willst du die tolle Büste hier nicht haben? Es ist nicht besonders gut gelaufen. Sie hat abgesagt. Jetzt muss ich den wieder aufmuntern. Dann machen wir mit einem Badeset. Dann gebe an. Dafür ist dich bestimmt wieder wohl. La 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 la. Okay. La, 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 la. Mal sehen, ob es ihm jetzt danach wieder besser geht. Das hat gut getan. Nicht wirklich. Ach komm, mach mal ein paar Fotos. Haben wir auch noch nicht probiert. Bewohnerporträts, das wäre doch gut. Verstanden. Dann mache ich mal ein paar Fotos. Kann man mal irgendwie für ein Thumbnail benutzen? Oh, da macht jemand Sport. Oh, jetzt darf ich das bewerten. Ja. Wenn wir ehrlich sein wollen. Na, mittelmäßige Leistung. Na gut, perfekt ist es wohl wirklich nicht. Ja komm, ich kümmere mich später um ihn. Ja, ihr werdet jetzt gekümmert.
Ja, tut mir leid, Nintendo. Später. Gernot Hask nicht, okay. Auch ein Joyce. Bundesregierung. Okay. Bundesregierung? Was sollte dieses Statement jetzt? Okay. Gucken wir mal, in wen sich der alte Mann verliebt hat. Der alte Mann hat sich nochmal verliebt. Ich zu Kate und Joyce ihr Kind gezogen. Wem soll ich nur meine Gefühle offenbaren? Kate oder Joyce Ilk? Würde mal sagen, weil ich showlustig bin. Und Joyce Ilk haben wir ja gerade schon gesehen. Das wird nicht wirklich was. Ich guck's mal mit Kate. Komm. Wie soll ich es ihr sagen? Geben wir ihm eine Chance. In Ordnung. Dann nehme ich jetzt allen Mut. Mach das, weil ich hab mir was richtig Geiles ausgedacht. Da kann man nämlich auch selber Sachen schreiben. Passt auf. Jetzt kommt's. Ich liebe dich mehr als alles auf der Heute-Show-Bühne. Juhu! Naja, so geil war es nicht. Moment mal. Was? Gronkh! Gronkh und Kate vom NCRS? Na? Nur ich kann dich wirklich lieben. Komm ja hier. Ich war zuerst hier. Geheimnisse zutage. Also auch die Nummer 1. Das hätte ich nicht gedacht. Wen von uns hältst du? Ella macht Lärm. Stella. Wird jetzt spannend. Gronkh, ich bin so froh, dass du meine Gefühle teilst. Oh. Warte, das wollte ich schon immer machen. Digga, was? Bist du mit dieser Wahl einverstanden? So, und damit nie wieder. Alter Schwede. Gronkh und Kate. Ich denke, die würden zueinander passen. Also nur meine Meinung. Ich erkläre mich mal einverstanden. Oh, das tut mir natürlich leid für dich. Och nö, das wollte ich jetzt nicht, Gernot. Aber ich glaube, sie ist ein bisschen zu jung für dich. Ich wurde abgewiesen. Ja, du, ich muss dir mal wen auf die Insel lassen, der in deinem Alter ist. Ich glaube, du bist so ziemlich der Älteste auf dieser Insel. Ja, das tut mir jetzt leid. Ich werde mich aber trotzdem jetzt nicht um dich kümmern. Und zwei Traurige hier gleich. Oh, dann wird doch kein Liebespaar, sondern eher ein Trauerpaar. Oh, das finde ich jetzt nicht so toll. Aber ja, wenigstens Gronkh haben wir jetzt unter die Haube gebracht. Und ja, wir haben hier noch einen. Das ist McGee. Hatte der nicht letzten Part Geburtstag? Oder im vorletzten Part? Jetzt hat er sich verliebt. Gucken wir mal nach. Es ist nichts. Lass mich einfach ein wenig in Ruhe. In wen hat sich wohl unser Technik-Freak verknallt? Ich habe mich in Eddie verliebt. Ja! Ich muss es ihr sagen. Passt sogar mal. Das könnte sogar was werden. Wie soll ich es ihr sagen? So eine Beziehung, die von Serien wegen sogar klappen könnte. So denke ich zumindest. Abby hat's nicht schon jemand mit aber Abby probiert? Wo soll ich es ihr sagen? Plus Erklärungen. Wenn das jetzt nichts wird, dann bin ich aber. Unserer Freundschaft sind in mir Gefühle herangewachsen, die. Willst du mit mir gehen? Was war denn das für eine Liebeserklärung? Eine ziemlich schlechte. Och, komm schon. Das ist aber heute irgendwie ein Teufelspart. Sein, dass Lefeuille irgendwie die Insel Pech bringt oder so? Ist irgendwie... Kaum ist Lefeuille eingezogen, haben wir hier drei Liebeskummerfälle. Es können sich alle mal LeFloid-Videos angucken und dann geht es ihm vielleicht schon besser. Guck mal hier.
Liebeskummer, Liebeskummer, Liebeskummer. Ja, darum muss ich mich leider offscreen kümmern, weil so viel Zeit haben wir dann doch nicht. Ich kümmere mich mal kurz um Liv Lloyd. Ja. Ich stecke voller Leidenschaft. No, auf jeden Fall. Aber sag, was ist los jetzt auf der Insel? Weil man nie wissen kann, was noch passiert. Ja, du findest das Leben schön, aber unter dir wohnen ein paar Leute, die haben gerade Liebeskummer. Denen geht's gerade nicht so gut. Na gut, aber gib dir ein bisschen Spaghetti Carbonara. Ja, sorry, ich weiß noch nicht, was du so magst. Ja, was soll ich tun, wenn mir alles nicht schmeckt, was ich ihm gebe? Da kann ich nichts tun. Liv Lloyd ist müde. Soll doch mal ins Bett gehen. Hat da nicht solche Augenringe. Sagt der Richtige. Was soll ich sagen, wenn mir etwas Sorgen bereitet? Och nee, nicht schon wieder sowas. Nimm das. Keine Beweise. Ja. Das macht einem Ermittler doch manchmal einige Sorgen. Auch du kriegst was zu mampfen. Jo, ein Süppchen schmeckt der NCIS-Direktorin. Auch du sollst ein kleines bisschen Taschengeld kriegen. Ich wüsste mal, worum es gehen würde. Ich wüsste mal gerne, worum es bei diesem Weltraumurlaub geht. Da müssen wir wohl 999.000 Euro sammeln, um das mal zu machen. Ja, die müssen wir da ja erstmal stehen lassen. Ich gehe mal kurz in den Supermarkt. Da verkauft uns ein Roboter Döner. Ja. Auf jeden Fall. Ein bisschen Gratin können wir auch noch kaufen. Ein bisschen Creme Brûlée für die Nachspeise. Risotto. Kann auch nicht schaden. Haben wieder was zum Verschenken, zum Essen. Haben die Mies wieder was zu essen? Arbeitsmarkt. Okay, da muss ich auch noch mal kurz vorbeigucken. Sturmwaffen verkauft, Wundertüten. Na dann, muss ja kaufen. Kronk. Das erste Item. Ein Besen. Okay. Das zweite Item. Einige Pistazien. Oh. Schreibt mal bei dieser Gelegenheit in die Kommentare, wie das bei euch mit Pistazien ist. Seid ihr auch so pistaziensüchtig? Ich meine, ich esse das ja jetzt nicht ewig. Ich esse das jetzt nicht jeden Tag, Pistazien, aber wenn ich einmal in die Schale mit Pistazien greife, sind alle weg. Das ist immer... Kann man nicht widerstehen. Kommen wir zum dritten Item. Das dritte Item ist... ein Haremhose. Okay. Komm gerne wieder. Mo? Hat sich doch gelohnt. Was gibt's Neues im Möbelhaus? Eine Küche. Ein Versailles. Wow, geiler Preis. 3000 Euro. Ja, 3000 Euro. Okay. Ein bisschen teures Zimmer. Ein Fürstensalon. So, sammeln wir ein bisschen Geld. Damit wir uns das irgendwann mal erfüllen können. Moment, stand da wirklich 3000 oder 30.000? Da steht 3000, ja. Das lässt sich doch machen.
Tröstertreff. Irgendjemand hier muss wohl getröstet werden. Ah, da wird einer von unseren dreien drin sein. Domtendo. Oh, der Arme. Neulich ist meine Knoblauchgerücke aus Versehen in der Waschmaschine gelandet. Du bist so daneben, LP Markus. Hahaha. Versuchen ihn wieder aufzumuntern. Ich wollte neulich unbedingt diesen Vortrag über Pommes frites hören. Aber bevor ich es merkte, hatte ich den Vortrag wieder mal verpasst. Okay. Haha, nicht so gut gelaufen, oder? Ich wäre auch gerne gegangen. Gestern, da merke ich auf einmal, dass ich mein T-Shirt linksrum anhabe. Passiert doch jede Mal. Passiert. Ich wette, keiner hat's gemerkt. Na, nicht zu trösten. Schon gehört. Kelly Mrs. Elok war neulich in den Nachrichten. Oh. Tratsch und Klatsch über YouTuber. Das ist so cool. Wieso gehen wir nicht mal zusammen zum Karaoke? Ich bin dabei. Das wird fetzig. Einfach deprimiert. Warum gehen wir nicht mal zusammen richtig schick essen? Ja, lass die mal weiter trösten. Ich muss noch kurz bei die Kleidung vorbeischauen. Nee, das kauft mir nicht. Na, war gestern in der letzten Folge noch Nahrungsmittelverkäufer im Supermarkt und jetzt ist er Kleidungsverkäufer. Ja, auf jeden Fall. Der wechselt aber ziemlich schnell den Beruf. Muss ich mir mal aufschreiben. Sein Lebenslauf. YouTuber, Supermarktverkäufer, Kleidungsverkäufer, was wohl als nächstes kommt. Ja, er arbeitet sich, glaube ich, nicht gerade nach oben. Das ist keine glanzvolle Karriere. Was gibt's denn für neue Hüte? Aha. Aha. Okay. Wörterkette-Wettbewerb. Okay, das gucken wir uns als Abschluss mal kurz an. Und dann können wir auch den Part hier beenden. Wortkette mit Essen. Oh. Zwergenfürst gegen Zwergenfürst Junior. Entenbrust. Toron. Hä? Nudeln mit Pesto. Omelette. Ach so, ja, jetzt kapiere ich's. Der muss jetzt was mit H sagen. Hähnchenschenkel. Und er jetzt was mit L, weil das L das letzte Buchstabenwort ist. Rettungswasser. Räucherlachs. Das sind alles Items aus dem Spiel. Schnitzel. Und was denn auch sonst? L gab schon oft. Nudeln mit Pesto. Oh, das gab's schon. Das hatten wir schon. Oh, ich hab gegen mich selbst verloren. Oh. Dann habe ich mal wieder gegen mich selbst gespielt. Auf jeden Fall. Schauen wir nochmal hier bei die Leute vorbei. Ja, Liv Lloyd ist irgendwie ein bisschen, ja, der ist ganz fröhlich, aber wurde heute ein bisschen vernachlässigt. McGee geht's relativ bescheiden. Auch Gernot Hassknecht ist heute nicht so gut drauf. Domtendo wird wohl heute kein Let's Play drehen. Ja. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Nice. Und dann werde ich offscreen ein bisschen aufmuntern. Die drei Kumpels hier. Und dann. Ja, wünsche ich euch noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl, abonniert diesen Channel, falls ihr neu auf meinem Kanal seid und ja nicht den nächsten Part verpassen wollt. Und ja, bis dann, haut ranne.